Vlog von mir. Heute ist Montag, es ist 10 vor 9 und meine beiden Männer, habt ihr hoffentlich gerade gesehen, sind gerade zur Tür raus mit dem Fahrrad. Finn liebt es, mit dem Lastenrad zu fahren, das ist jedes Mal ein Highlight für ihn. Ja, er fährt in die Krippe mit dem Papa, dann kommt der Papa zurück und ich sitze hier gerade auf dem Sofa und stille Ella. Genau. Ich habe euch so ein bisschen versucht, so ein kleines bisschen durch den Morgen mitzunehmen. Ja, so richtig geklappt hat es nicht, aber ein kleines bisschen zumindest. Warte, ich muss einmal die Brust wechseln. So, andere Seite. Das geht besser. Ella wurde, also die Nacht war eigentlich relativ gut. Ich habe es auf Instagram mal geschrieben, dass die seit der dritten Woche, also seitdem Ella 3 Wochen alt ist, was auch ganz typisch ist, hat sie mit Bauchschmerzen zu kämpfen. Vor allen Dingen so mit Luft und dass, ja, dass sie dann keinen Kacker machen kann. Und das ist immer nachts das Problem. Tagsüber auch so ein bisschen, aber eigentlich ist das meistens nachts. Und das war immer so zwischen 3 und 5 Uhr morgens. Hat dann angefangen und ging echt über Stunden. Und die Nacht zum Samstag hin, also von Freitag auf Samstag, war ganz, ganz schlimm. Da hat sie wirklich von 2:30 bis 6:30 fast nur geschrien, weil sie halt so Bauchschmerzen hatte. Bei Finn damals konnte ich das nie so deuten, warum er jetzt so weint, aber bei Ella kann ich es ganz klar deuten, dass das irgendwie dann entweder ist, weil sie Hunger hat oder weil sie Bauchschmerzen hat. Das macht, glaube ich, dann auch so die Erfahrung als Zweifachmama dann aus. Aber ja, wenn die so Bauchschmerzen haben, sind natürlich super blöd für die Kleinen, aber auch für die Mamas, wenn man halt so hilflos ist. Ich habe euch auf Instagram mal alle eure Tipps, ich habe euch da nämlich nach Tipps gefragt zu Bauchschmerzen, habe euch die alle abgespeichert in den Highlights. Ich muss erst was trinken, wartet. Selber noch nichts gegessen und getrunken. Und gerade als Stillmama sollte man immer auf genügend Flüssigkeit achten. Genau, also wenn euer Baby auch mit Bauchschmerzen zu kämpfen hat oder ihr seid irgendwie auch gerade schwanger, schaut mal gerne auf Instagram sowieso bei mir vorbei, da heiße ich auch Hello Kati und da habe ich euch in den Highlights all eure Tipps zum Thema Bauchschmerzen abgespeichert. Genau, die Nacht heute war aber wesentlich besser und die in der Nacht davor auch schon wieder. Also ich hoffe, dass das jetzt echt nur die 3 Nächte waren, die so ganz schlimm waren. Und jetzt irgendwie kein Dauerzustand bei ihr sein wird. Jedenfalls, ja, war die Nacht echt ganz gut. Also ich weiß gar nicht, ich zähle das nie, wie häufig sie wach wird. Sie schläft neben mir, ich still sie im Liegen, im Halbschlaf selber. Ich schlafe danach sofort wieder ein. Das ist also das Schöne am Stillen, dass man so extra Schlafhormone mitbekommt als Mama, die einen da auch wesentlich schneller wieder einschlafen lassen und auch einen erholsameren Schlaf haben. Ich weiß es nicht bei jedem so, aber bei mir ist es auf alle Fälle so. Und das ist immer total, ja, angenehm. Auch wenn man so häufig wach wird, hat man doch einen erholsameren Schlaf, als wenn man nicht stillen würde. Jedenfalls wurde sie um 5:30 wach und hat richtig schön eingekackert in die Windel. Nee, 6:30 war das erst. Genau, 6:30. Und dann haben wir Windel gewechselt und dann hat sie so ein bisschen geweint, gemeckert und dann wurde Finn wach. Was ist denn das hier, mein Schatz? Sie stützt sich immer so an meine Brust ab und zieht den Nippel dann aus ihrem Mund. Ja, das geht natürlich nicht, mein Schatz. Wenn du den rausziehst, dann hast du nichts zum Trinken. Ja. Was wollte ich sagen? Gott, Faden verloren. Ja, um 6:30 Windel gewechselt. Sie wurde, hat ein bisschen gemeckert. Und dann wurde Finn wach. Normalerweise, der schläft super gut durch Ellas Schreiphasen auch in der Nacht. Da habe ich so am Anfang immer so ein bisschen Befürchtung gehabt und dachte so, oh, ich hoffe, der wird nicht wach, weil wir haben ja keine Türen zwischen unseren Schlafzimmern. Und wenn er sich in seinem Bett umdreht, dann höre ich das. Also man hört wirklich alles, aber er hat so gut durchgeschlafen, immer die ganzen letzten Nächte, also Finn. Und heute Morgen wurde dann aber wach. Er hat aber gestern auch schon relativ früh geschlafen für seine Verhältnisse. Bist du eigentlich fertig mit dem Trinken, mein Schatz? So, probieren wir es mal so mit dem Bäuerchen dann gleich. Ja, jedenfalls wurde Finn heute leider mit um 6:30 wach und ist dann mit zu uns ins Bett gekrabbelt, was ja gar kein Problem ist. Ich hatte gehofft, dass er nochmal einschlafen würde, weil mein Wecker ging erst 7:45. Jetzt ist das Bäuerchen wieder quer, ne? Jetzt sitzt das Bäuerchen wieder quer. Ist der Anzug nicht süß? Der ist total süß, oder? Den hatte ich Secondhand hier gekauft. Total niedlich.
Also Finn seit 6:30 wach, ich natürlich dann auch und konnte auch nicht mehr einschlafen, was ich gehofft hatte. Ella ist dann aber zum Glück nochmal gut eingeschlafen, sodass ich dann Finn dann um 7:30 aufgestanden. Letzten Endes, also wir lagen auch eine Stunde zusammen am Kuscheln. Ja, dann war Ella eingeschlafen, dass ich für Finn heute Morgen ganz viel Zeit hatte, ihn in Ruhe fertig zu machen. Das habe ich dann auch genossen, dass wir wirklich so nur Zeit zu zweit haben. Dann als er fertig war und unten war, dann wurde Ella wach und das habt ihr dann gesehen. Und jetzt ist es gleich 9 Uhr, ich muss noch frühstücken und heute steht ganz viel Putzen auf dem Programm. Oh, da war das Bäuerchen. Ihr ist super. Ui, und da kommt die Milch hinterher. Es steht ganz viel Putzen auf dem Programm, denn ja, heute ist Montag und am Mittwoch kommen meine Eltern zu Besuch. Und ja, die letzten 3,5 Wochen ist hier am Putzen nichts passiert, bis auch wirklich das allerwichtigste, gründlichste, so Küche und sowas. Aber das Badezimmer ist seit 3 Wochen nicht mehr in Angriff genommen oder seit 4 Wochen eigentlich schon fast nicht mehr. deswegen muss auf alle Fälle, ja, alles geputzt werden, weil man möchte es ja sauber haben, wenn die Eltern zu Besuch kommen. Sowieso, das ist dringend nötig. Aber wenn man Besuch bekommt, ihr kennt es bestimmt alle, dann hat man nochmal eine extra Motivation. Ich glaube, ich muss jetzt aber Ella erstmal in die Trage nehmen, sodass ich was frühstücken kann. Und dann machen wir uns ans Putzprogramm für heute. Heute steht das Badezimmer an bei mir. Ja, yeah. Kommst du in Mamas Trage dann? Ja, kommst du in die Trage? Das ist, glaube ich, besser. Oh, das ist, glaube ich, besser, oder? So, ich habe Ella jetzt hier ins Nestchen reingelegt. Das ist das Sterntaler Nestchen. Ich hoffe, dass sie da jetzt ein bisschen weiter drin schlafen wird. Gerade eben fand sie es nicht so toll. Jetzt scheint sie wieder zu schlafen. Weil ich möchte sie nicht so gerne, wenn ich das Badezimmer putze, dabei haben. Wird natürlich alles gehen, aber ja, wenn sie hier nochmal schön schlafen kann, dann wäre das Ganze schön. Dann schweige ich jetzt mal und begebe mich schnell ins Badezimmer. Hat nicht geklappt. Du sollst ein bisschen schlafen, mein Schatz. Ja. Das wäre doch viel schöner, du. Okay, mal gucken, wie lange das hier noch so geht. Okay, das hat nicht geklappt. Schade, weil letztens hat sie so toll in den Nestchen geschlafen, den ganzen Abend, dass ich echt ein komplettes Video bearbeiten konnte und hochladen und alles fertigstellen konnte. Und jetzt wollte sie absolut nicht. Ich glaube, dass sie wieder ein bisschen mit Bauchschmerzen zu kämpfen hat. Weil ab und zu wimmert sie auch so, wenn sie es in der Trage ist. Ich werde jetzt hier zumindest schon mal alles leer räumen und das dann später alles putzen. Weil, wie gesagt, mit ihr in der Trage möchte ich das jetzt nicht so unbedingt machen. Mit den Dämpfen, die da so von den Putzmitteln abkommen, auch wenn es natürlich ist. Ich bin da nicht so ein Freund von. Dann räume ich hier schon mal leer. Und kann vielleicht schon mal den Spiegel putzen und von innen drin. Das geht ja auch schon mal. Schlafen, weil du bist ganz müde, mein Schatz. Na? Du bist ja ganz müde. Ich habe sie so auf die Seite gelegt, dann muss sie nicht so ganz so viel spucken. Ich habe die kleine Maus hier vorgelegt. Ich hoffe, dass das jetzt noch ein bisschen geht. Ah, Mann. Okay. So. Eine Kombi. Oh, ich weiß nicht so recht. Am Model sah das so viel besser aus. Ich weiß nicht, mit dem Top, also ist auf alle Fälle stilltauglich. Es ist jetzt beides von Only und ich finde es eigentlich auch ganz hübsch, aber ich fühle mich halt im Moment so unwohl in meinem Körper, wegen der Kilo zu viel. Ich weiß nicht so recht.
finde es eigentlich ganz hübsch, aber ich sehe auch gerade, dass der Rock doch ein bisschen durchsichtig ist. Insofern werde ich den nicht behalten. Und das Top aber eventuell schon. Ja, ich habe es auch nochmal in Schwarz bestellt. Ich fand es halt ganz schön, weil es ein bisschen längere Ärmel hat. Und das versteckt so ein bisschen so die Schwabbelärme. Genau. Und ja, es hat hier vorne halt noch so eine Blümchenbordüre. Nennt man das so? Genau, deswegen glaube ich, muss ich mal gucken, aber ich glaube, was behalte ich. Aber der Rock, ja, ich glaube nicht, dass ich den behalten werde. Yay, das Kleid gefällt mir sogar mal richtig gut. Ja, das passt auch richtig gut und schmeichelt meiner Figur, glaube ich, auch ganz gut. Und ist echt ein schöner, schöner Stoff. Ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Marke das jetzt war, aber ja, ich habe noch nie irgendwie was Braunes getragen. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Und es hat halt hier echte Knöpfe zum Aufknöpfen. Weil ich habe auch schon Teile gesehen, wo ich dachte so, oh, richtig gut mit Knöpfen. Und dann waren das aber nur so eine Fake-Knöpfe. Aber das kann ich auf alle Fälle aufknöpfen. Und da kann ich gut stillen drin. Es hat auch eine gute Länge. Also ich glaube, dass ich das behalten werde. Genau, da habe ich schon mal ein Teil auf jeden Fall, was mir richtig gut gefällt. Auch wenn ich die Farbe so an sich echt nicht jetzt so auf ersten Blick genommen hätte. Aber das gefällt mir. Ja, finde ich ganz schön. Figurschmeichelnd. So, ich musste mich ganz schnell beeilen zum Schluss, weil das Gebrüll wieder losging. Jetzt still ich sie gerade, aber sie ist noch sehr unruhig. Also vielleicht ist da noch irgendwie ein Bauchschmerzen ja, im Argen. Ich habe jedenfalls drei Teile aus der Bestellung behalten. Ich kann sie euch mal ganz kurz mit einer Hand vielleicht zeigen oder auch nicht. Ja, ich zeige sie euch mal. Ich versuche die Kamera hier mal so hinzustellen. Also das Kleid, das werde ich auf alle Fälle behalten. Das ist von der Marke Jacqueline de Jong und ist, glaube ich, 100% Baumwolle. Also das werde ich auf alle Fälle behalten. Ich kenne die Marke so gar nicht. Dann werde ich das behalten. Das war das Shirt in diesem Lachsrosa mit der Blümchenbedüre. Ich habe es auch nochmal in Schwarz bestellt gehabt, aber mir gefällt das irgendwie besser. Ist aus Biobaumwolle, hat jetzt irgendwie noch 12 Euro gekostet oder sowas. Und dann habe ich noch ein ganz einfaches, schlichtes, ja, ich könnte jetzt echt schlecht sehen, ne? Aber es ist einfach so ein ganz locker fallendes T-Shirt, nichts weiter dran, in so einem Rostrot-Orange, finde ich auch sehr schön. Ja, also die drei Teile werde ich behalten, der Rest geht zurück. Jetzt filme ich gegens Licht. Wir haben übrigens alles abgedunkelt hier, deswegen ist das Licht hier so schlecht hier drin. Die Glaskuppeln, also wir haben ja hier solche Kuppeln. Da hat mein Mann für die Hitze so eine, wie nennt man das? Notfalldecke draufgeklebt von außen, dass die Sonnenstrahlen halt nicht so reinkommt und das hier aufwärmt noch extra. Wie heißt denn das? Das ist solche Rettungsdecke, glaube ich, einfach so, aber so Folie. Und von vorne haben wir jetzt Gardinen an die Haustür rangemacht, einfach weil vorne die meiste Sonne reinkommt und auch wenn das schon Dreifachbeglasung ist oder so, die Tür hat man es immer noch gemerkt, dass es mega heiß wurde dadurch. Und jetzt haben wir Gardinen dran gemacht. Das sieht ein bisschen seltsam aus, so an der Vorderhaustür eine Gardine zu hängen, zu haben. Aber es bringt so viel gegen diese Wärme. Wir hatten ja echt mehrere Tage, 35, 37 Grad hier bei uns. Und das war echt nicht schön. Deswegen haben wir so ein bisschen hitzesicher gemacht, das Haus. Genau, aber dafür ist es auch alles dunkel bei uns. Genau. So, meine Lieben, ich beende diesen Vlog an dieser Stelle. Ich stille Ella hier jetzt nochmal. Jetzt scheint sie ganz zufrieden zu sein. Ich versuche diese Woche auch noch ein neues Q&A für euch abzufilmen, dass ihr am Samstag wieder ein Video habt. Ich hoffe, dass ich dieses Video rechtzeitig zum Mittwoch hochgeladen bekommen habe. Ihr seht es dann ja, weil meine Eltern ja da sind und dann weiß ich nicht ganz genau. Also da komme ich dann jetzt die nächste Zeit nicht zum Filmen, aber ich hoffe vielleicht morgen noch, dass ich das Q&A abfilmen kann, dass ihr dann diese Woche auch wieder zwei Videos die Woche habt von mir. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann. Tschüss.